glaube, ohne Scheiß, die Zeiten, die wir früher hatten, mit diesen, wo man 100 plus gemacht hat, das passiert jetzt in One of a Hundred. Aber das ist, liegt auch nicht an uns. Es ist einfach nur die allgemeine... Es liegt einfach an den schlechten Call of Duties, daran liegt das. Nee, es liegt einfach daran, dass die allgemeine Spielerschaft halt einfach besser ist. Ja, aber warum? Was haben wir denn falsch gemacht? Es gibt aber noch Noob. Ja, aber nicht mehr so viele. Es ist sehr viel Skill-based Matchmaking auch. Das ist auch. So. Ich finde Skill-based Matchmaking eigentlich gar nicht mal so schlimm. Ist es eigentlich auch. Das ist auch an sich nicht schlimm. Außer in COD. Die haben das ja noch nie hingekriegt. Das ist bei COD. Ich weiß nicht. Ich glaube, bei COD ist es einfach nur, bis du in der richtigen Lobbys bist, dauert es ewig, aber es funktioniert auch nicht richtig, weil du hast mal solche Runden, du hast mal solche Runden. Genau, also hast du die geben auch mal gute Runden. Ne, das ist Endgame Optimized Matchmaking, heißt das, glaube ich. Das merkt sich, wenn du Rage quittest, dann gibt es dir danach, wenn du wieder suchst, eine gute Lobby, damit du nicht abgefuckt bist, damit du das Spiel länger spielst. Oder wenn du den Skin kaufst, dann kriegst du auch direkt danach eine gute Lobby, damit du direkt übelst wegballerst alle Leute. Ja, das ist ja klar. Das Endgame Optimized. Habe ich ein Video gesehen von einem. Habe ich auch gesehen. Sogar das alles so stimmt. Das stimmt bei Call of Duty stimmt das. Also was ich immer noch glaube, ist, dass es Skill-Based Damage gibt. Also ohne Witz jetzt. Ja, das fließt ja, glaube ich, mit rein. Fließt rein, ja. MGs Optimal Matchmaking. Wie Damage du machst, wie viele Punkte pro Minute und danach wirst du dann im Endeffekt eingerankt. Skill-Based Matchmaking, sondern erst nach Punkten und so ein Kram. Also ich finde, was Skill-Based Matchmaking angeht, Counter-Strike eigentlich Top-Tier. Ja, natürlich. Da klappt das gut. Ja, manchmal. Wenn du jetzt ein normales Ranking-Spiel dir raussuchst, da hast du das doch nicht. Wenn du was? Ein normales Spiel dir raussuchst. Also jetzt nicht in Counter-Strike Competitive. Jetzt einfach so ein random Gelegenheitsspiel, Team-Deathmatch. Da gibt's ja keins. So. Ja, und das fehlt einem einfach bei Call of Duty. Dass man einfach auch wirklich einfach random reingeworfen wird. Aber das haben wir jetzt bei Dings gesehen. Bei wie ist das Scheißspiel? Was jetzt hier gefloppt ist von. XDefiant, ja. Da haben die das ja nicht reingemacht und haben die Leute direkt aufgehört zu spielen, weil sie einfach dachten, das Spiel wäre scheiße. Weil waren die einfach scheiße, weil die einfach nichts getroffen haben. XDefiant war auch nicht das beste Spiel, um ehrlich zu sein. Nein, war es ja auch nicht, aber. Aber ja, also. Haben die da nicht reingemacht? Da gab es kein Skill-Based Matchmaking. Da haben sie. Du bist halt komplett entweder 50-50 Chance, ob du eine vernünftige Lobby hast oder verschwitzte Lobby hast. So wie früher. Ja. Weil sie verschützen Lobbys. So wie früher. Aber das wäre eigentlich, ehrlich gesagt, wäre mir das immer noch lieber. Mal hast du Glück und mal haben die anderen Glück. Und das Problem ist, dass darunter die Spieler, wie heißt denn das? Die Laune von eines Spielers leidet. Wenn du nur Pech hast, dann hast du keinen Bock mehr, das zu spielen. Dann machst du lieber ein anderes Spiel an, in der Regel. Bei mir zum Beispiel nicht anders, wenn ich jetzt LOL spiele und jetzt einfach nur aufs Maul bekomme, hab ich auch erstmal keinen Bock, dann mache ich LOL aus. Spiele ich was anderes. Gibt's bei LOL Skill Based? Normales Ranked, ne? Ja, aber beziehungsweise. Ja, Ranked, ja, aber Casual nicht. Casual eigentlich auch. Weil du hast so eine versteckte MMR. Also Skill Based Matchmaking Punkte. Mäßig. Aber da ist die Range größer. Ich habe einfach, glaube ich, das Gefühl, dass ich. Alt werde. Nein, dass ich zu hohe Ansprüche stelle, dass ich denke, ich muss mit einer schnellen Maus-Sensi spielen, damit ich mehr treffe, damit ich mich schneller drehen kann. Ich habe die jetzt bei 4-5 Punkte runtergestellt, ich treffe jetzt schon mehr. Meine Maus-Sensi ist so eingestellt, dass ich, wenn ich meine Hand auf dem Tisch liegen habe und einmal von links nach rechts schwinge, gerade so eine halbe Drehung schaffe, also nach hinten gucken kann nur, nicht mehr. Und dann muss er aber umsetzen, schnell. Ja. Okay. Ja, so ungefähr, da bin ich jetzt auch. Wie gesagt, ich wundere mich gerade selber, ich treffe gerade was. Ich muss zwar viel mehr mit meiner Maus machen. Ja, das Feingefühl habe ich nicht mehr viel früher. Selbst in Minecraft wenn ich Minecraft spiele, stelle ich Maus-Settings auf 80%. Weil mir 100% zu. Ja. Weil normale 100% ist mir zu schnell, standmäßig. Ich habe Empfindlichkeit sogar auf. Fällt mir gerade auf. Ich habe das, aber auch das letzte Mal ist schon ewig eingestellt. Ich weiß nicht, ich starte einfach ein Spiel und dann spiele ich einfach. Und dann benutze ich die Settings auch lange einfach. Dann gewöhne ich mich da irgendwann immer dran. Nee. Ja, aber wenn du da merkst, dass du gar nichts mehr triffst. Ja, dann stelle ich vielleicht ein bisschen was rum. Aber. Was bei mir auch geholfen hat, ist, wenn ich weiß, dass ich irgendwie nicht treffe, aber die Maus-Sensi passt, aber ich dann halt trotzdem zu zittrig bin, aus Gründen auch immer. Weil, keine Ahnung, 3 Energies getrunken, Koffein kickt aus dem Nichts.
weißt du? Dann ziehe ich mir meine Dingens an. Meine Art Handschuh mäßig für was ich für meinen Sehnscheide mir gekauft habe. Und dann? Habe ich besseren Grip? Liegt bequemer. Als wenn die Maus mal durch die Gegend schmeißen. Ja, ohne Scheiß, ich rutsche halt dann auf den Tisch nicht mehr halt so krass.